Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA Ultimate Team. Wir sind immer noch in Liga 8. 4 Spiele haben wir noch. Wir brauchen nur noch 3 Punkte für den Aufstieg, 2 Punkte für den Aufstieg. Ja, die peilen wir natürlich an. Heute ist nicht die Bundesliga-Mannschaft dran. Heute ist die englische Mannschaft wieder dran. Die englische. Gucken wir mal, wie geht's der fitnesstechnisch? Relativ gut. Finde ich super. Wir suchen uns den Gegner. Ich glaube, heute läuft es ein bisschen besser mit den Gegnersuchen. Vielleicht hat sich das jetzt endlich mal ein bisschen selber reguliert. Deswegen werde ich jetzt nicht gleich einen Cut setzen, sondern rede mit euch noch ein bisschen. Gut, manche Spielzüge bei mir laufen sind noch nicht so gut. Da habe ich es nicht gesagt. Läuft gut. Das wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Auf jeden Fall, manche Spielzüge laufen bei uns noch nicht so gut. Die müssen sich noch ein bisschen einarbeiten und ein bisschen besser werden. Aber das kommt im Laufe der Spielzeit einfach mal so mit sich, würde ich sagen. Und nach wird es dann schon. So, eine englische Mannschaft gegen eine englische Mannschaft. Relativ interessant, muss ich mal sagen. Manche Positionen natürlich gleich besetzt. Der Torwart sieht nice aus von Manchester. Schöner Torwart. Könnte man direkt mal holen. Also 82er Bewertung gefällt mir gut. Ja, Young auf dem linken Mittelfeld habe ich auch. Aber nichtsdestotrotz, sehr gleichwertige Mannschaften. Muss man einfach so zugestehen. Und ja, da wird man dann sehen, wer besser mit der Mannschaft klarkommt. Ich hoffe, ich bin es, weil die 3 Punkte würde ich schon gerne mitnehmen. So, aber mein Gegner hat hier erstmal den Anstoß, wenn er denn den endlich mal ausführen will und alles und pipapo und da geht's auch schon los. Ist mein Gegner direkt am Anfang AFK? Nee. Ist er nicht. Finde ich schön. Und ja, auf jeden Fall müssen sich bei uns noch ein paar Spielzüge verfestigen, die auch im FIFA 16 funktionieren. Ich habe halt noch meine FIFA 15 Dinger drin. Deswegen kann es sein, dass ich ab und an ein bisschen anders oder falsch spiele. Ah, shit. Wollte ich einfach mal nur abziehen. Wäre ein Versuch gewesen. So, jetzt macht er hier den langen Ball auf Kane. Nix gibt's. Mein Ball. Wunderbar. Oh, aufbauen. Thornton. Johnson kommt da nicht mehr hin. Schade. Schade, schade, schade. Aber nichtsdestotrotz, wir spielen heute wieder offen auf. So, und natürlich auch offensiv. Weil ich finde, offensiv, wenn wir spielen, läuft es ein bisschen besser. Ich weiß auch nicht, wieso. Hinten ist zwar ein bisschen offener. Aber dafür machen wir mehr nach vorne. Oh, er bringt die Flanke nicht gut genug. Oh shit, wir können nicht gut genug klären, aber unser Torwart hält. Wunderbar. Schöner Schuss in der 10. Minute von meinem Gegner. So, weg damit. Oh, schön hier die Lücke ausgenutzt. Ah, shit. So, nach vorne, da ist eine Lücke. Die will man mal haben. Ah, shit. Austin kommt nicht hin. Aber guter Spielzug. Schade. So, schön hingekommen. Oh, shit. So, schön auf Young. Oh, shit. Boah, was für eine Granate. Ohne Witz. Und dann hält ihn der Keeper auch noch. Bums. Also, das war hammergeil, das Ding. So, Ecke. Ecke kommt. Kopfball, frei zum Köpfen, noch eine Ecke. Okay, nehmen wir gern. So, diesmal die andere Seite. So, Ecke kommt. Ah, den... will sich der Torwart grapschen, aber den köpfen wir einfach nur ins Aus. Obwohl wir eher dran sind, das ist ein bisschen mies. Das finde ich blöd, aber nichtsdestotrotz, wir spielen offen weiter. Und versuchen unser Glück, um die Chancen zu erarbeiten. Ja, er spielt sich schön im Dreieck. Ah, shit. Da habe ich ihm die Lücke aufgemacht. Reiße ich ihm gut auf, aber unser Torwart hat den. Ah, schön im Dreieck gespielt. Ah, da grätscht er mir den Ball weg. So, Thornton. Ah, ist zu langsam hier.
Ah, ich mache hier einfach ein schönes Passspiel. So, Defu! Mal abziehen, wieso nicht? Und Ecke nochmal gemacht, die dritte schon. So, Ecke kommt. Kopfball. Ah, der geht drüber. Schade. Kann man ja mal versuchen. So, weiter Ball von meinem Gegner. Fast ein bisschen zu weit. Oh, shit. Ah, kriegen wir sogar noch. Ah, genau in dem Moment, wo der Vorteil abläuft, haut er mir den Ball weg. Hi, dreh halt um. Ah, wenn man sieht, dass da nichts geht. Ah, rausgegeben, schön zu Thornsten. Ah, mach den halt rein. Schade. Kann man nichts machen. Schön erspielt, aber wenn man die Möglichkeiten nicht nutzt, die man kriegt, dann ist man einfach mal angeschissen. Und jetzt sind wir halt einfach gerade. Ah, nehmen wir schön mit. Kein Abseits hier, aber ich laufe mich fest. Oder doch Abseits, Foulspiel. Was war es denn? Foulspiel, Abseits. Ach, keine Ahnung. Sagt mir der Schiri hier nicht mehr. Hat er nicht vor. Oh, oh, dann mache ich ein Foulspiel. So, nichts gibt's. Nichts gibt's, sage ich. Nicht, dass er hier durchgehen kann. Da habe ich jetzt keinen Bock zu. Er macht einen weiten Ball hier. Gib mir halt den Spieler, der hier optimal zum Ball steht. Wollte er gerade nicht. So, ich werfe hier runter. Oh shit, und gebe dem Gegner den Ball. Sauber gemacht. Boah, und dann klären wir nur ins Aus. Ja, besser als nix. Ja. Ah, wäre eh abseits gewesen, aber Defu kämpft hier nochmal. So, Torwart kommt hier weit raus. Balleroberung, früh wäre geil. Sauber. Ah, shit. Und dann kommt so ein Pass nicht. Wow. Ich schieße mal wieder den Gegner an. So, Lücke suchen, finden. Das war ein bisschen zu aggressiv nach vorn. So, Foster hat den Ball. Wow. Wow. Ja. Boah, an die Latte. Gut so. Ah, weg damit. So ein bisschen zumindest. So, rausgeben. Nehmen wir auch schön an. Mit Thornsten. Der kommt hier durch. Flanke kommt auch. Ah, wer hat den hier verdaddelt? Ecke. Cole bringt die Ecke. Ah, schade. Ah, da ist auch keiner da, der den annehmen könnte. So, dranbleiben, Leute. Oh, da kommt mein Torwart wieder raus. Wups, weiter Ball. Ah, shit. Boah, dann kann er hier eine Lücke aufmachen. Oh, boah. Shit, shit, shit. Oh, hat er. Hat er. Oh, wollte ich zu Thornsten rüber, aber dann ist erstmal Halbzeit. Naja, kann man nichts machen. 72% der Pässe. Ich bin zufrieden. Also die letzten Partien waren wir da ein bisschen schlechter unterwegs. Ich bin gespannt, ob wir in der zweiten Hälfte nochmal besser aufdrehen können und vielleicht das ein oder andere, ja, Torfeeling nochmal bekommen. Wir hatten schon ein paar Chancen in der ersten Hälfte. Leider haben wir die absolut nicht genutzt. Hätten wir mal lieber. Wäre auf jeden Fall schöner und angenehmer gewesen, als wenn ich sowas nicht nutze. Er wechselt sich hier schon mal gut ein. So, Einwurf. Für uns. So, kriegen wir ganz easy. So, gehen wir auf den Flügel raus. Oh, Defu. Ah, da kann ich mich nicht reinsnaggen.
So, wunderbar. Flanke kommt, war aber sicherlich im Abseits. Ja, da kommt auch der Pfiff. Naja, kann man ja mal machen. Hätte ja funktionieren können. So, ihr macht einen weiten Ball. Den kriege ich aber nicht. Wieso auch immer. Ah, shit, der war ein bisschen weit. Ah, nochmal rein damit. Defo, Butz! 1-0 in der 51. Minute von Defo. Schön über den Torwart hinüber gelupft. Und dann ist er drin. Das müssen wir uns nochmal angucken. Der kommt schön und wups, Defo ist da. Keeper da gerade mal chancenlos. So, wir nehmen ihm gleich mal den Ball wieder ab. Nicht, dass er hier auf dumme Ideen kommt. Da wollen wir nicht animieren zu. So, Thornston verliert den Ball. Schade. So, dranbleiben. Ah, ups. Bisschen drängeln hier. Muss ja mal. Und dann auf nach vorne wieder. So, Thornston läuft Premium. Ah, da in der Mitte. Ah, die Fu war im Abseits. Wirklich. Nee, Austin war im Abseits. Ach, keine Ahnung. Vielleicht waren auch beide im Abseits. Hab's nur nicht mitbekommen. So. Aha, der ist zu weit. Stören hätten wir aber trotzdem können. So, dranbleiben. Oh. Da waren wir doch schon förmlich am Ball. Haben wir irgendwie nicht nutzbar machen können für uns. Oh, shit. Der war nicht druckvoll genug, aber... Zum Glück bestraft uns der Gegner nicht für diesen Fauxpas. Alter, wie er mich da wegcheckt. Check ich nicht. So, Einwurf aber trotzdem für uns. Jetzt natürlich nachlegen wäre eine geile Nummer. Ah, shit. Kann er gut verteidigen. Eieiei. Da kriegt er den Ball gut. Ah, dranbleiben. Oh, ups, weg damit. So halbwegs. Alter! Legt hier mein Spieler aufs, übers Knie. Und das ohne, dass er überhaupt den Ball hat. Oh, shit. Ja, der segelt ganz gemütlich übers Tor. Da mache ich mir jetzt mal gar keine Sorgen drüber. Foster. Kopfball. Ah, schade, kriegen wir nicht. So, sauber. Hammer. Ah, aber der kommt nicht zu Defu. Kann man ja mal machen. Boah, abseits. Gut so. Huiuiui, war glaube ich eine knappe Entscheidung. Ah, so knapp war es dann doch nicht. Ah, ah, schade. Kommen wir nicht hin. Gegner drückt hier gut rein. Aha. So, Foulspiel. Okay, okay, okay. Oh, weiter Ball, wie eh und je. Sauber. So, der kommt sogar zu Austin. Ah, wieso ziehe ich nicht gleich ab? Lass mir da nochmal Zeit. Will noch zwei, drei Schritten gehen, bevor dass ich da auch wirklich abziehe. Ah, ich bin so blöd. Das sind die Chancen, die ich einfach nicht nutze. Jetzt komm, ey! Das Abseits. Gut so. Alter. Er kommt sich mittlerweile, glaube ich, ziemlich verarscht vor. Weil er hier andauernd im Abseits steht. Ah, wups. Na. Ich war auch im Abseits. Ist eine Abseitspartie. Die steht immer gerne mal im Abseits. Wir machen einen weiten Ball. Da kommen wir hin. Können wir auch nochmal weitergeben hier. So. Wunderbar kombinieren. Nee, war nicht wunderbar kombiniert. War scheiße kombiniert gerade. So, dranbleiben. Vielleicht nochmal einen zweiten. Oh, ja, klar. Ja, da kriege ich auch die gelbe. Der Ball war schon lange weg und dann legen wir den Spieler nieder. Das ist nicht toll. Gar nicht toll. Ah, den hat der Torwart.
Ganz locker, ganz easy. Ah, hier wieder über Johnston. Ah, hier. Austin. Ah, Young ist dabei. Austin. Ah, im Moment, wo ich abziehe, stößt er ihm mir weg, den Ball. Tippelt dann mir weg. Naja, müssen wir aggressiv bleiben. Oh. Da habe ich mehr oder weniger dem Gegner den Ball gegeben. So, weg damit. Na, schade, vielleicht nicht unbedingt den Meter nach vorne gehen. Oh, Foulspiel, die nächste. Gefällt mir gar nicht. 6 Minuten vor Schluss. So, schön weggeköpft. So. Lampard nimmt ihn gut mit. Ah, schade. Kriegen wir nicht. So, mein Gegner drückt hier mit allen Mitteln hier rein. So, mein Torwart kommt weit raus. Ich hoffe, das rächt sich nicht. Foulspiel. Okay. Hat er mein Torwart umgelegt? Hä? Ja. Ist klar. Sehe ich auch so, Schiri. Hä? Hätte ich da bitte das Foul gemacht? Oh, weiter Ball. Schön zu Austin weitergegeben. Nochmal raus zu Johnston. Oh, schade. Aber eine Ecke holen wir nochmal raus und 3 Minuten Nachspielzeit. Ich hoffe, wir zecken uns noch ein bisschen fester. Ecke kommt. Kopfball, schade. Keeper kommt ran. Jetzt natürlich den Konter abwehren. So, Torwart, den kriegt er. Ja, volle Nöle hier nach vorne. Oh, komm, dann wird Austin hier gefoult. Ja. Das ist schon mal fies. Eine gelbe Karte noch oben drauf. Jetzt am Ende des Spiels wird schon hitzig hier. So, Ball kommt. Ja, schade. Alter, nächstes Foulspiel. Sogar eine gute Freistoßposition. Noch eine gelbe. Okay. Ah, Außennetz. Und da ist das Spiel vorbei. Wir gewinnen 1-0 gegen den Gegner. Mit einer guten Aktion. Und ja, passt. So sind wir, glaube ich, schon mal aufgestiegen. Ja, dann müssen wir nur noch einmal siegen. Dann können wir sogar den Meistertitel holen. Wäre schön. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder dabei. Und bis dahin, ciao.